Hi zusammen. Ja, ich habe lange überlegt, wie ich dieses Mal mein Video anfange. Die letzten zig Videos war ich ja damit beschäftigt, eben zu erklären, warum ich lange kein Video mehr gemacht habe. Diesmal sind die Gründe eigentlich die gleichen, nämlich ich hatte einfach nichts, was ich in die Kamera halten kann. So wie das eigentlich fast immer ist, hatte ich oder habe ich jetzt wieder so eine Phase, beziehungsweise jetzt einen Zeitpunkt, wo zufälligerweise drei Messer zu Hause bei mir sind, die ich jetzt vorstellen möchte. Ja, das wird jetzt demnächst kommen. Die zwei Messer, die habe ich jetzt seit einiger Zeit, einigen Tagen. Aber meine Stimme kommt jetzt nach einer Erkältung ja, wieder zu sich. Und deswegen heute das Video erst. Wobei ich heute etwas zeigen möchte, was eben ausgepackt worden ist. Die Kenner werden es wissen. Hier die Verpackung. Die Verpackung wurde jetzt bei dem Hersteller erneuert. Das hatte ich zwar gewusst, aber welche Form das Ganze hat, wusste ich jetzt nicht. Habe ich jetzt erst kennengelernt. Ja, das Messer ist aber nicht für mich, sondern für einen Kollegen, der schon seit längeren Zeiten eben auf der Suche nach etwas Hochwertigem war. Wird sein, ja, ich sag mal, erstes Messer, bewusst erstes Messer, was er sich selbst holen wird wahrscheinlich. Natürlich angefixt durch mich. Und das Messer wurde gestern in den Markt veröffentlicht, nee, vorgestern, sorry, wo ich ja, für den Kollegen gefragt habe, ob es da eine Möglichkeit besteht, das Messer zur Ansicht zu erhalten. Und der liebe Thomas, dem das Messer noch gehört, der hat da auf jeden Fall zugesagt. Ich meine, meinen Kollegen verstehe ich da voll und ganz, der wird jetzt ja, einige hundert Euro investieren für ein Messer. Und das erste Mal tut es dann doch weh. Da wollte er sich das mal angucken. Und ja, danke Thomas, dass es geklappt hat. Der Kollege freut sich auf jeden Fall auch tierisch. Er wird das morgen sehen, das Messer. Und heute gibt es mal ganz kurz eben das Video. Hoffe, das klappt. Also ich habe es natürlich ausgepackt. Es ist ein klasse Messer. Ja, wie gesagt, neue Verpackung. Nämlich von Chris Reeves Knives. Ja. Eine besondere Ausführung, nämlich die Exklusivvariante von KnifeArt.com. Hier war ein Patch jetzt mit dabei. Die Verpackung, die neue Verpackung ist absolut genial, deutlich höherwertiger als das, was man eigentlich sonst kennt, zumindest die alten. Ja, deutlich fester. Und zwar ist das hier das Lars Venser mit der Tanto-Klinge, dem ja die Ausführung eben mit dem Carbon Griffschalen, also vordere Griffschale ist eben aus Carbon. Ja, packen wir das schöne Stück mal aus. Wie gesagt, die Verpackung finde ich schon ganz, ganz cool. Hier mit so einem Heftchen beziehungsweise mit so einer kleinen Mappe mit eben dem Zertifikat, Info, Material und so weiter und so fort. Fühlt sich hochwertig an. Ja, das übliche, das Grease hier und eben das Werkzeug, ein Tüchlein, unschön verpackt von mir natürlich. Ja, ich packe die Verpackung mal zur Seite. Ja, und hier ist das Messer eben. Einfach ein geniales Teil. Gut, ist halt ein Spencer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mittlerweile Standard geworden ist, weil doch sehr, sehr viele ein Chris Reeves mittlerweile besitzen. Aber natürlich auch zu Recht. Ich habe ja auch mein Spencer jetzt irgendwo in einer der Jeanshosen in der Tasche. Das ist ja mein Lieblingsmesser. Glaube ich zumindest, also kein Lieblingsmesser. Nein, das ist nicht die Tasche gewesen, egal. Aber zumindest eins der liebsten Messer, die ich gerne einsetze, wenn es darum geht, dass ich eben halt nicht rücksichtsvoll mit dem Messer umgehen muss. Ich hack zwar nicht, aber ich nehme doch für so einiges her. Ja, und ja, wie gesagt, vorgestern gesehen und der Kollege wollte unbedingt ein weniger anfälliges Messer haben und da gehören die Svensas definitiv dazu, hochwertig, in dem Fall absolut exklusiv.
Und funktional, ich kann mich da absolut nicht beschweren. Ja, so sieht das ganze Ding aus mit dem Tantuschliff. Ja, den blauen Akzenten als Daumenpin, als Spacer hinten und eben das Pinchen, das klassische eben. Hier mit dem Lanyard, mit einem Bead passend zu den blauen Akzenten. Das ist, oder beziehungsweise Mainz-Benz ist das einzige Messer, wo ich dauerhaft jetzt ein Lanyard dran habe. Normalerweise stehe ich da nicht drauf, aber in dem Fall ist es ganz gut gelöst. Es ist nicht allzu lang, es ist auch nicht sperrig, so will ich jetzt mal sagen. Das heißt, es ist eigentlich so konstruiert, dass es immer so mehr oder weniger gerade raushängt und nicht irgendwie im Griff hängt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, die ersten Male, wo ich eben so eine Carbon-Ausführung hier von dem Sebenza gesehen habe, fand ich das immer recht uncool. Eben einfach aus dem Grund hier. Linke Seite Carbon, rechte Seite Titan. Aber wie der eine oder andere von euch ja kennt oder gesehen hat, ich habe mal für den lieben Prana ein Lars Sebenza umgebaut, beziehungsweise da habe ich die Titan-Deckschale entfernt und eben selber ein Carbon-Scale angefertigt. Und seit dem Moment finde ich die Dinger total cool. Eigenlob stinkt. Ich muss sogar sagen, ich finde die Version, die ich gemacht habe, einfach schöner, weil bei mir war die Struktur des Carbons unterbrochen. Hier ist das eben die klassische Carbon-Struktur, was ich nicht unbedingt so schön finde. Ja, aber gibt auch hässlichere Carbon-Sorten, aber das ist noch ganz okay. Hier in dem vorderen Bereich ist das so ein bisschen unregelmäßig. Das ist ganz ein bisschen gestaucht, beziehungsweise unregelmäßiger. Ich weiß nicht, warum das so ist. Fehler, ja, nein, aber ich habe bisher auch gar kein Carbon gesehen, das zumindest auf größeren Flächen so 100% wie gemalt aussieht, außer diese Fläche hier, wobei das ja natürlich Klebefolie ist. Ja. Also beim echten Carbon habe ich immer irgendwelche Unregelmäßigkeiten wie hier gesehen. Ja, vom Handling ist er natürlich ganz anders wie jetzt ein Full Titan Chris Reeves oder halt eben wie ein Reef mit Mikata oder irgendwelchen Einlagen. Ich muss sagen, ich bin mit den Mikata-Einlagen absolut zufrieden, sei es die Optik oder eben das Feeling in der Hand. Füllt einfach die Hand ein bisschen besser aus. Und hier hat man das natürlich nicht, aber es fühlt sich auch ganz gut an, ist eben das Carbon. Ich meine sogar, ich spüre den Schwerpunkt ja deutlich, also hier im Titanbereich. So liegt das Messer anders in der Hand als so. Ja, das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich habe hier jetzt ein Exemplar in der Hand, das meines Erachtens absolut gut eingestellt ist. Das heißt, die Klinge ist mittig, Klingengang ist genial. Ihr seht das hier. Das Sebenza, was ich habe, das Inzingo, das läuft nicht so gut wie das hier, muss ich ehrlich sagen. Also das ist absolut ein Sahnestück. Ja, was ich ein bisschen zu bemängeln habe, ist die Schärfe. Die ist nicht stumpf, aber man kann sich nicht unbedingt damit rasieren. Muss man ja auch nicht. Es hat eine gute Gebrauchsschärfe, aber ich denke, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube aber auch, dass Reeves da noch ein bisschen lernen muss. Ich hatte mal ein Reef eingeschickt, beziehungsweise das Groß hatte ich eingeschickt und nee, das Unumsan war das, was ich hatte. Genau, das hatte ich eingeschickt und das war auch geschärft auf dem Wicked Edge. Das heißt, das war schon ziemlich gut scharf und spiegelpoliert. Das hat man sofort gesehen. Aber die Herrschaften da drüben, die meinten, das sieht wohl zu gut aus und sind dann irgendwie selber am Schleifband wahrscheinlich gewesen, sodass es optisch natürlich einmal nicht mehr so schön war, aber auch natürlich von der Schärfe her nicht in Ordnung. Deswegen musste es von mir nochmal geschärft werden. Aber halt, worauf ich hinaus wollte, ist eben, dass sie das noch nicht so gut beherrschen. Ich meine, sind ja auch gerade neu auf dem Markt, die Herren. Natürlich nicht. Ja, vielleicht mal ja, was näher betrachten. Viel dazu brauche ich ja nicht zu erzählen. Das ist absolut sauber eingestellt, absolut super verarbeitet.
in der Handhabung finde ich die Messer wirklich klasse. Ja, von der Größe her finde ich die auch genial. Der Kollege hat eigentlich nur noch die Befürchtung, dass es ihm ein bisschen zu groß sein wird. Aber ich versuche ihn da morgen doch zu überzeugen, dass es die geniale Größe ist, was Taschenmesser angeht. Also zwischen 200 und 210. Das sind so meines Erachtens die ideale Größe. Größer ist geiler, kleiner ist netter, aber brauchbar ist wirklich die Größe zwischen 200 und 210. So zumindest für mich. Absolut unverwüstlich. Da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Ja, ich befinde mich natürlich auch in einer Situation, wo es finanziell bei mir nicht möglich ist, weil ich eben doch mein Hobby, also Mustang-Hobby besser gesagt, aktuell etwas vorziehe. Aber auch da komme ich momentan nicht weit, weil Familienplanung und so, da muss ich doch das Geld etwas anders lagern. Und entsprechend ist so ein Messer nicht drin. Ansonsten würde ich jetzt beten, dass der Kollege morgen das Ding nicht nimmt. Ich würde es nehmen. Auch wenn es ein Tantro ist. Ich finde es optisch genial. Aber ich habe da so meine Bedenken, was eben die Schneidenecke hier angeht. Aber es ist halt eben alles Geschmackssache. Sieht cool aus, definitiv. Schöner wie eben die Dropbox-Klinge. Nicht so schön wie die Insingo-Klinge, wie ich finde. Aber definitiv insgesamt ein geiles Teil. Ja, vielleicht mal ganz kurz Größenvergleich. Sebenza mit Sebenza ist momentan nicht möglich. Hier die Cheburkov-Modelle, die hatte ich ja auch mal vorgestellt. Die habe ich natürlich immer noch. Wobei mich da demnächst das eine oder andere verlassen wird, damit ich eben hier mal was Neues hole. Ja, das ist das Ruski. Das ist größentechnisch ziemlich ähnlich. Ja. Gute Sache. Ich habe noch mal das Scout dazu. Ich denke, das sind mittlerweile auch Messer, die werden viele Besitzer gefunden haben. Ja. Denke ich zumindest. Ich weiß es nicht. Ich verfolge das nicht. Das Tukan. Ja, vielleicht auch mal ganz kurz spoilern. Und zwar einmal hier das ProTech. Das ist das Magic, nur in der Custom-Ausführung hier mit Wüsteneisenholz und Stahlframe. Ich hatte ja mal die Aluminium-Variante gezeigt. Das ist einfach ein geniales Teil. Vor allen Dingen der Mechanismus ist phänomenal und ja, ich brauche so eins, zwar keine Custom-Ausführung, weil ich da, wie gesagt, nicht die Mittel dazu habe, aber Richie, mein lieber Freund, ich will eins und genauso eins will ich auch hiervon, da müssen wir mal genauer miteinander reden, und zwar das Ding hier, das ist das Godson in der Tuxedo-Ausführung. Das ist das. Ich hatte ja einige Messer. Ne? Jeder kennt mich, also viele kennen mich, denke ich. Aber das ist das asozialste Messer, was ich jemals in der Hand gehalten habe. Und das meine ich definitiv nicht negativ. Ich finde einfach, das ist klassisch aggressiv. Ja, so wie es sein muss. In der Ausführung ziemlich interessant. Wobei ich bei Beschichten Klingen immer so ein bisschen Stopp mache. Aber. Da werden wir nochmal sprechen. Ich habe gesehen, Tools for Gents, die haben jetzt eine neue ProTech-Lieferung erhalten, wo es dieses Messer mit einer Kupfereinlage zu behalten gibt jetzt mit Steampunk-Design. Ich war echt am Überlegen, ob ich so etwas holen soll, auch mit der schwarzen Klinge. Und hier eben neues Geld mal selbst anfertigen, Schlangenholz oder sowas, passend zum Schwarz, denke ich. Das sieht schon geil aus. Aber eben die mit Kupfereinlage, also für Leute, die auf Kupfer stehen, ja, das war mal eine Zeit lang extrem Mode. Also das Ding ist geil.
Ich meine, Protec, das habe ich ja beim ersten Mal schon gesagt, wo ich eben das Magic hatte. Doch, ganz, ganz geil. Immer interessant gewesen, nie erreichen können, beziehungsweise nie in der Hand gehabt. Aber jetzt mit dem Modern, die ich in der Hand habe, muss ich einfach sagen, auch hier hätte ich das Geld, hätte ich einiges von denen, weil, gut, ich stehe nun mal hier auf ein bisschen Technik und hier funktioniert einfach alles wie geschmiert. Ja, ja, der Richie, danke natürlich für die Leihgaben. Die sind hier wohlbehütet, sind die bei mir, da passiert absolut nichts, brauchst du keine Gedanken zu machen. Ja, was soll ich sagen? Das war es eigentlich von mir und vom Spencer Knife Art Exclusive hier mit der Tanto und dem Carbon Beschalung. Geniales Teil, nicht so oft zu bekommen und zum Messer, ja, einfach nur richtig, richtig gut. 16 Minuten habe ich voll gekriegt, ich denke, das reicht für ein Video nach einer langen Pause. Ja, auch dir nochmals danke, Thomas, und ja, bis demnächst. Ciao, ciao.